Hi, ich bin der Profi-Nerd und heute habe ich mal wieder einen Grobi-Panzer für euch. Ich würde sagen, das ist ein schönes kleines Set mit 550 Teilen, ist es aber nicht. Also 1,5 Stunden Bauzeit habe ich damit verbracht. Mit der Set Nummer 2519 steht hier irgendwo. Das Ding hat sogar zwei Minifiguren. Komme ich gleich dazu. Das ist ein Tiger 131 Panzer, um genau zu sein, ein Sonderkraftfahrzeug 181 Panzerkampfwagen 6 Ausführung E. Und die Spezifikationen der Rückseite offenbaren mir, dass dieses Ding von 1942 bis 1945 im Einsatz war, ein Heavy Tank war, 57 Tonnen wiegt, ordentlich gepanzert ist, maximal Platz für 5 Leute hat und circa 38 Stundenkilometer schnell war. Das Ding ist ein Bollwerk. Guckt euch mal dieses riesige Ding an. Das Interessante an diesem Ding ist nicht nur, dass es ein deutscher Panzer ist, sondern hier unten das Gelbe. Das ist das Interessante. Das ist aus dem Deutschen Panzermuseum. Aus dem Tank Museum. Und das hat eben auch Auswirkungen auf dieses Set. Ganz viele. Ich habe euch ja, ich mache meine Kartung weg. Das ist der Panzer übrigens. Ich habe euch ja schon mal einen anderen Tigerpanzer vorgestellt. Ratter, ratter, das ist den hier. Das ist auch ein Tiger 131. Das sind beide Tiger 131. Nur das ist eine andere Ausführung. Und bei dem waren Aufkleber dabei. Ihr erinnert euch, da war so ein Stickerbogen mit bei, den man individualisieren konnte. War natürlich auch Prinz dabei. So ist es nicht. Aber dieses Teil hat keinen einzigen Aufkleber. Alles, was ihr an diesem Set seht, sind wirklich Prints. Alles gedruckt. Sogar die, also wo ist es denn? Hier, am Turm hinten, diese 131. Das sind Slopes, Curved Slopes, wo auch wirklich 2 Stück zusammengehören, um diese 131 zu bilden. Die sind auch separat verpackt in einer Plastiktüte. Das ist echt cool. Bevor ich auf den Panzer zu sprechen komme, stelle ich ihn mal kurz beiseite. Und ich gehe mal auf die Minifiguren ein. Enthalten sind in dem Set 2 Minifiguren. Diese 2 Kollegen. Der eine hat eine schnucke Tasse in der Hand, beide gucken freundlich. Der eine hat graue Haare, der andere schwarze Haare. Wie die Kubifiguren nun mal so sind, haben sie diese X-Beine. Und die Gesichter haben Nasen. Okay, die sind dreidimensional. Warum ich gerade vorhin gesagt habe, warum das mit dem Tank Museum wichtig ist. Die Minifiguren sind auch auf der Rückseite bedruckt. Da steht Tank Museum hinten drauf. Kamera fokussiert jetzt, glaube ich, gerade nicht. Aber da steht drauf Tank Museum. Das finde ich cool. Da haben sie sich Mühe gegeben. Vorne bedruckt, hinten bedruckt. Das ist schön. Dabei ist noch so eine kleine Kiste. In der kleinen Kiste ist noch ein Werkzeug mit drin, so Kubi-mäßig, ein Hammer, so ein bisschen Gedöns, eine Zange und so. Was man so braucht, um so einen Panzer in der freien Wildbahn am Laufen zu halten. Ich stelle die 2 Kollegen mal hier hin, denn es geht ja um den Panzer. Der Panzer hat Ketten. Einen Turm zum Drehen. Läuft. So einfach ist es natürlich nicht. Das Ding hat viele kleine Details oben drauf. Er hat bedruckte Panels drauf. Er hat hier, ach, wo ist es denn hier? Zugleitungsrohre. Oh, ist es mir das weggebrochen ist. Ah, das wollte ich sowieso zeigen, das ist schön. Ja, ich drehe mal den Turm, der man übrigens um 360 Grad drehen kann. Der ist es völlig egal, da ist ein Drehteller drunter, das macht ihm nichts. Und er hat hier vorne dran noch so eine kleine Schaufel. Ein bisschen Zubehör. Ein Koffer und so ist ja nett. Das Interessante an dem Panzer ist, ihr seht ja hier, dass dieses Teil leicht schräg läuft mit diesen Käseecken. Das ist gar nicht so dämlich, denn das Teil ist eigentlich kerzengerade. Wirklich kerzengerade. Realisiert wird das mit Plate Modified, mit unterschiedlichen Höhen. Die sind in unterschiedlichen Höhen angebracht. Die vorderen zwei sind oder jeweils sind die um eine Plate-Höhe versetzt. Und weil die um eine Plate-Höhe versetzt sind, bekommt das Ding keine gerade Anordnung, sondern eine leicht schräge. Und das finde ich ziemlich cool gemacht. Lego würde es so nicht umsetzen, mit 3 Plates dieses Ding befestigen. Also man muss es nur schief angucken, das fällt runter. Ist aber schön gelöst, das ist ein Modell zum Hinstellen. Was auch noch schön gelöst ist, ist der Grobi-Pressdruck. Also ich erwähne es bei jedem Grobi-Video, Steine zusammen. Und man braucht wirklich Fingernägel aus Stahl, um das auseinanderzukriegen oder einen ordentlichen Teiletrenner. Ohne den kommt man da nicht weit, wenn man sich verbaut. Und man verbaut sich mal gerne. Die Anleitung ist Grobi-technisch, ich habe es jetzt nicht da. Der vorherige Bauschritt ist immer wieder ausgegraut. Dann kommen die neuen Teile drauf. Und innen drin ist das Ding nur schwarz und tan. Das Ding ist in 2 Farben gebaut. Da drin ist kein Rosa, da drin ist kein Lila, da drin ist kein Grün. Das ist so gebaut. Unten natürlich der Aufbau, Plate. Auf Plate, auf Plate. Wie bei jedem Grobi-Panzer. Schön ist auch, die Ketten sind wirklich relativ einfach zusammenzustecken. Ist eine Fummelarbeit, der Daumen tut einem weh nach den, ich glaube, 72 Elementen sind das. Ist halt einfach so. Ersatzteile sind auch ein paar dabei. Das Übliche.
Guckt mal in anderen Panzervideos, falls ihr noch mehr Details wollt. Aber warum ich mir den besorgt habe, ist, es gibt noch den anderen 131, den ich euch schon gezeigt habe. Die sind gleich groß, die sind gleich lang, gleich breit. Aber der Kanonenturm ist unterschiedlich, oder? Sieht man das? Die sind leicht unterschiedlich, minimal. Der Aufbau oben ist identisch. Bis auf, ich zeige euch mal die Kamera. Ich hoffe, mir fällt es nicht davon. Der Kollege hier, den ich jetzt aufgebaut habe, hat mir Bewaffnung oben dran. Da sind so kleine MGs angedeutet. Und er hat diese Rohre am Heck dran. Dafür hat der die nicht. Der hat eine andere kleine Besonderheit, beziehungsweise sieht ein bisschen anders aus hinten. Und hinten ist auch das größte Stichwort, der aus dem Tank Museum. Das ist ja einer aus dem Museum. Ne? Der hat hinten so kleine Einschusslöcher. Der ist bedruckt. Diese runden oder halbrunden Dinger, die sind alle bedruckt. Die sind komplett bedruckt. Diese Einschusslöcher zu simulieren, das gefällt mir sehr, sehr gut. Zudem hat er abstrusere Bautechniken, wie zum Beispiel hier. Da wird eine Bautechnik angewandt, da wird ein Umkehrteil verwendet und dann wird diese Klemme einfach um 180 Grad gedreht, um dieses Rohr an einer Noppe festzumachen. Interessante Technik. Es hält, wenn man es nicht schräg anguckt, hält das Rohr eben raus. Beide sind gleich stabil gebaut, beide sind schöne Sets, kosten auch das gleiche. Allerdings, der läuft, glaube ich, aus und der läuft aus. Wenn man die noch will, sollte man zuschlagen, die wären sonst relativ teuer. Also rund 40 Euro kostet einer von beiden. Die Farbe ist jetzt natürlich nicht so universell einsetzbar wie dieses Bluish Gray oder Light Bluish oder so, wie dieses Grau von Kobi. Das ist schon was Besonderes, aber das ist schon... Es macht was her, wenn diese Panzer da nebeneinander stehen. Das finde ich schon. Es gibt aber auch Sachen, die mich gestört haben. Ich mache mal den wieder weg. Der stört mich jetzt nur in meinem Video. Was mich bei dem gestört hat, also die Ketten sind wie jeder Panzer auf diese Rollen aufgezogen, mit diesen Turbinen, die hier zusammengesteckt werden, mit diesen Verzierungen, die sind wohl extra nur für Panzer. Was mich wirklich gestört hat, was ich gar nicht so toll fand. Fehlt was? Na, bleibst du da drin? Was mich wirklich gestört hat, ist, dass das Ding wirklich instabil ist. Also ihr habt ja schon gesehen, deine Seitenleiste, die ist mir weggebrochen. Ab und zu ist auch die Kette mal, rutscht mal ein bisschen runter, dann so ein Rädchen geht ab. Ist okay, hier hinten die Sachen sind nur mit einer Noppe befestigt. Das fällt mal ab. Ja, okay. Das passiert. Dieser vordere Deckel hier, der geht einigermaßen, aber diese hinteren kleinen Schutzklappen, die sind auch sehr filigran befestigt. Da muss man nur schräg angucken. Die sind nur mit ein, zwei Noppen unten dran befestigt, haben keinen Gegendruck. Die können abfallen. Obwohl der Noppendruck bei Kobi eigentlich sehr hoch ist, aber es passiert. Und was mich am meisten gestört hat, ist diese Antenne. Seht ihr die? Die ist aus einem labelligen Gummi. Das ist so ein ganz komisches Ding. Und wenn ich jetzt den Turm habe und ich drehe den Turm, dann passiert ja was. Irgendwann kommt der Turm gegen diese Antenne. Das fällt mir schon wieder die Kette fast runter. Seht ihr, das meine ich so. Kommt der Turm irgendwann gegen diese Antenne? Und dann kann ich zwar drüber hinweggehen und die biegt sich weg, aber das ist doch nicht schön. Das ist nicht schön. Entweder Antenne weglassen oder eine von den kurzen Stummelantennen. Das fand ich nicht schön. Die mag zwar originalgetreu da drauf sein, aber das fand ich nicht schön. Schön finde ich allerdings die Möglichkeit, die Minifiguren einzusetzen. Der Panzer hat hier vorne am Turm, da gehst du auf, zwei Luken, wo Leute ein- und aussteigen können. Sieht man das? Ja, das sieht man sehr gut. Und am Turm selbst hat der Kollege auch zwei Luken, um Minifiguren reinzusetzen. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, ich stelle mir das Ding ins Regal. Da stelle ich doch den einen Kollegen ohne Tasse hier vorne rein. Und den anderen mit Tasse stelle ich mir hier rein. Und dann sieht das Ding doch ein bisschen schön aus. Auf dem schwarzen T-Shirt sieht man das jetzt nicht so toll. Ich mache mal hier hin. Und dann muss ich den so in den Schrank stellen. Ich habe auch eine kleine Kobi-Ecke hinter mir. Das ist eine feine Geschichte. Die stehen halt da. Das ist jetzt kein Spielset. Die stehen halt da. Muss man sich damit abfinden. Das ist so wie diese Schiffe von Kobi. Es ist eben einfach so. Wenn man Panzer mag, wenn man Kobi mag, wenn man nichts gegen andere Hersteller als Lego hat, eine schöne Alternative. Und sollte man wirklich keinen Panzer daraus bauen wollen, das sind so viele Plates. Riesige Plates. Das sind wirklich große schwarze Plates drin. Wirklich viele große schwarze Plates. Und 10 Plates. Und ein 2x6er Plates.
2x12er, 2x10er, hängt da alles drin. Auch ein super Teilespender. Kann man relativ wenig falsch machen, außer eben, man möchte mitspielen. Was aber ihr bestimmt nicht machen wollt. Ich zeige euch das Set nochmal mit der Kamera von der Nähe, um noch 2-3 Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen besser erkennen zu können. Die Minifiguren, vor allem eben auch den Rückenprint. Und stelle nochmal den anderen grauen Tiger 131 daneben. Aber so viel war es jetzt zu diesem 550-Teile-Monster von Kobi. Und wünsche euch dann noch einen schönen, hässlichen Tag. Bis dann! Hier wie gewohnt die Minifigürchen von vorne zu sehen. Dieser schöne Print auf der Oberseite, wie man sehen kann. Zweifarbig, also mit diesem Weiß und mit diesem Gelb gemacht. Die unterschiedlichen Gesichter sind auch schön bedruckt, beziehungsweise eben der eine mit Bart, der andere ohne Bart. Und diese X-Beine, da kann ich nicht drüber hinwegsehen, das ist eben so. Am schönsten gefällt mir dann die Rückseite mit der Werbung des Panzermuseums. Das ist eine schöne Sache. Das haben sie gut gemacht, da kann man nicht viel falsch machen. Und da stören dann auch nicht die dreidimensionalen Kobi-Nasen und die Gesichter sehen gruselig aus wie immer. Aber nicht jedem gefällt auch die Figur eines anderen Herstellers. Kommen wir zum Panzer. Wie gesagt, wir haben hier einen kompletten Druck auf diesem Slope. Ne, das ist kein Slope, das ist ein Dreierstein. Auf diesem 1x8er Stein haben wir einen Druck drauf. Das sind die angesprochenen Ketten. Und hier sieht man nochmal dieses schön schräg laufende Teilchen über den Ketten. Wie das mit dem einen Noppenversatz ist. Ich nehme es nochmal ab. Das ist immer mit einer Plate versetzt nach unten, um diese Schräge hinzubekommen. Von der Rückseite diese schönen Prints mit diesen Einschusslöchern und mit diesen schönen Demolierungen. Und hier über zwei Slopes, ihr seht, es ist in der Mitte geteilt, das ist ein Druck über zwei Slopes. Lego bekommt das nicht hin. Warum kriegt das Kobi hin? Ich verstehe das einfach nicht. Auf der anderen Seite dasselbe in grün. Schöne Geschichte. Und von oben ist es auch ein schönes Set mit den Einstiegslugen, die ich schon gezeigt habe. Diese filigranen Rohre, die hier an diesem Teilchen hier festgemacht sind. Ja, man muss es einmal machen und dann darf man es nie wieder anfassen, dann ist alles gut. Genauso wie diese Schaufel und dieses MG hier vorne dran. Ich habe euch ja versprochen, nochmal den anderen Tiger daneben zu stellen. So, Achtung. Einmal umdrehen. Dann seht ihr auch, von der Größe sind die identisch. Ich stelle sie nochmal so nebeneinander. Die Kanone ist leicht anders. Also dieses Element ist hier länger als beim anderen. Wirklich nur minimal länger und es sind an sich zwei wunderschöne Geräte, wie ich finde, und super Teilespender. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.